Herzlich willkommen, Freunde. Knapp 22 Uhr. Heute ist der 1. Februar 2024. Die Videos gehen weiter. Und einer ist dazugekommen. Morgen ist der letzte Tag, sozusagen. Der Kollege hat jetzt auch mal ein paar Planen mitgebracht. Danke dafür. Cooler Typ. Wieso, darf ich dich mal fragen, vom Gefühl her wahrscheinlich, wie ich, wieso diese Truppe und nicht die da hinten? Ich bin letztens, gibt keinen Grund. Für mich gibt es erstmal keinen Grund. Durst. Ich weiß nicht, warum die auseinandergegangen sind. Ja. Ich habe erstmal habe ich das erstmal. Ah, du hast es halt gehört, ne? Ja, ich habe das halt gehört und Warst du auch schon drüben oder bist du nur hier? Ich bin als erstes hier rübergekommen. Nur hierher? Ja, erstmal rübergekommen. Also rein aus der Intuition und Gefühl oder warum? Ja, erstmal ja. Ich habe das nicht mitverfolgt hier, was da im Internet. Ich habe mitgekriegt, da haben sie mal her. Aber was sie hat. Interessiert mich ja nicht. Ja. Ich habe mir gedacht, na Mensch, nicht Martin, wirst du mal unterstützen hier in Deutschland. Ich glaube, das Gefühl hatte ich nämlich auch. Ich bleibe bei Martin und Frank. Also mir war das Gefühl, ich war vor zwei Tagen hier. Ich bin von Anfang an hier. Ja, ich war es auch vor zwei Tagen. Ja. Und jedenfalls habe ich mir gedacht, na, was brauchst du jetzt? Ich bin heute aus Hannover. Also war heute in Hannover gewesen, dann bin ich nach Hause gefahren und habe das schnell im Internet gesehen. Ich sag, Holz wird nass, brauchst Plane, tralala, sowieso. Und dann bin ich hergekommen. Ja, cool, finde ich cool. Coole Sache. Also bist du jetzt extra aus Hannover nochmal her? Ja. Ihr hört, Freunde, die Leute kommen von überall her. Ich komme von überall her. Was machen Sie denn selber? Wenn Sie gerade nicht die. Oh, alles gut. Passiert. Ja. Was ich selber mache. Ja. Momentan. Veranstaltungstechniker. Okay. Sind Sie auch betroffen? Betroffen sind wir alle. Alle? Ist ja. Egal, worum es geht. Ja. Ich gehe da an. Weißt du, wie willst du das nennen, wa? Finde ich cool, ja. Ja, so ist das. Gut, der Martin war halt der Erste, der das angemeldet hat. Ja, genau. Nach den ganzen Leuten hier. Ich habe das auch verfolgt, alles. Ja. Ich bin ja nicht das erste Mal hier. Ich bin schon ein paar Mal hier gewesen. Wa? Dann weiß der mehr wie ich. Ja. Nö. Ich weiß so viel über euch. Ist ja richtig, ja. Ja, wie gesagt, ich bin auch hier geblieben, weil. Und wenn die dann hier auch weg sind, bin ich auch weg. Ja. Dann komme ich auch nicht mehr da filmen oder so, weißt du? Ich habe mir aber gesagt, das hat die haben ja angefangen. Ne? Genau. Wie kann das jetzt sein, so eine Streitereien da? Richtig. Und so. Ich weiß nicht, worum es geht, aber. Muss ja nicht sein, weißt du, wir ziehen trotzdem alle an den Strich, weißt du? Richtig. Wir haben ja was anderes vor. Wir haben ja nicht hier vor, irgendwas uns zu kriegen. Das hat ja was. Das ist hier nicht Berlin Tag und Nacht. Genau, ja. Genau. Das hat ja was bisschen mit unserer Zukunft zu tun, ne? Ja. Warum wir hier stehen. Ja, wird schon. Alles gut, ich wünsche den anderen natürlich auch viel Glück. Na klar. Soll doch jeder sein Ding machen, so weißt du? Ist ja alles cool. Ich fühle halt die Gruppe. Das war's. Na klar, Ego. Ja. Cooler Typ. Cool. Na klar. Sehr gut. Ja, ihr seht, das Ganze geht natürlich weiter. Das ist der vorletzte Abend. Morgen 16 Uhr kommt die Polizei und checkt natürlich. Ich kann es immer wieder sagen, in jedem Video, kommt einfach bitte her, stellt ein paar Wagen ab und probieren wir es doch wenigstens. Ja. Jeder ist hier sehr herzlich willkommen, kann jederzeit herkommen. Aufstehen, herkommen, ganz simpel. Mehr geht nicht. Wir wollen alle was erreichen, also alle aufstehen. Jeder ist hier herzlich willkommen. Ja. Sehr, sehr cool. Du selber von dir weiß ich jetzt nicht so viel. Du bist ja auch aus Marzahn, sagst du, ne? Nee. Woher kommst du? Nee, das war jemand anders. Das war der andere Kollege. Reinickendorf. Ach, Reinickendorf. Okay. Sorry. Alles klar. Okay, mir war so irgendwie. Achso, nee, das war jemand anders. Ja, du weißt so aus hier, wa? Nee. Jetzt schon wieder Alltagsrassismus, ja? Immer selber. Auch die Kennex hier. Ja, nein, ist alles gut. Reinickendorf. Ist auch eine Hut heute. Genau an der Eigentlich schon immer. Ja. Also ach, zu Wedding, ja? Genau an der Grenze zu Wedding. Wo genau? Kutschi? Nee, Provinzstraße. Drunter immer Straße nach. Resident da in die Richtung? Genau. Ah ja, okay, das Ding. Ja, klar. Genau. Okay. Ja gut, Reinickendorf ist aber auch schön. Ist auch schön. Ich bin in ganz Berlin, aber Reinickendorf Wedding ist so wohl. Du kommst mir auch so ein bisschen bekannt vor, als würde ich dich irgendwo her, also ich so vom Sehen, aber ich weiß nicht mehr woher, Mann. Wie sagt ich? Wo warst du früher alles unterwegs? Hast du auch mal Hip-Hop gemacht oder so? Ich war mal im Video, ja. Ein paar Videos war ich drin. Und kann schon cool sein, dass man sich mal gesehen hat. Ja, 100 Pro. Ja. Ich bin auch, wie gesagt, war früher auch viel unterwegs, auch generell. Ja. Und deswegen, also
kann schon sein, dass man nicht schießt. Ab, wann hast du das hier mitbekommen? Bist du schon länger hier? Auch von Anfang an? Das habe ich ja vom 8.1. Ja, 8.1. Ja, okay. Und seitdem fast jeden Tag, außer zwei Tage war ich nicht da, weil ich ein bisschen ausprobieren wollte. Ja. Bin ja sehr erkältet, aber ja, zwei Tage war ich dann zu Hause, aber ansonsten jeden Tag bin ich hier. Cool. Meinst du, du kriegst auch noch ein paar Leute her? Du, wir probieren, aber meine, du weißt selber, ist schwer. Schwer, ja. Ist auf schwer, die Leute, die, wie gesagt, zu Hause ist ein Thema, es ist warm und richtig. Viele haben ja auch, machen ja auch noch so ihr Ding. Ja, ist schwer, Leute herzukriegen. Aber wäre schön, wie gesagt, wenn noch ein paar Leute herkommen. Ja, 100%. Was hältst du von der Regierung heute? Was muss ich ändern? So einiges eigentlich. Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Ist wirklich, also du bist auch nicht zufrieden damit? Absolut nicht. Absolut nicht. Du, sonst würde ich, das ist meine erste Demo, die ich hier mitmache oder jetzt Mahnwache. Ja. Und und die zieht von Anfang bis Ende durch und hoffe, dass wir irgendwie was erreichen. Ja. Aber wir brauchen Power, wir brauchen Personen. Ja. Gut, in den Medien hört man ja so viel. Ihr seht, mit dem Mann kann ich mich auch ganz normal unterhalten. Ist das kein Nazi? Nein. Oder bist du ein Nazi? Absolut nicht. Mein Bruder selber im Türke. Also, und ihr seht, ich traue mich her. Also, ich hab mehr ausländische Freunde als Deutsche. Ja. Siehst du? Ich bin immer schon mit den Kennex unterwegs gewesen. Sehr gut, sehr geil. Warum ist das so? Warum vergrauen die Leute? Was passiert hier? Wieso ist das so? Warum machen die das? Wer, was meinst du jetzt? Naja, die Medien. Die Medien? Ja, keine Ahnung. Die wollen, kann ich dir noch nicht mal so richtig sagen. Die haben einfach keinen Bock, dass die Leute mal wach werden. Aha. Ja, denke ich mal. Ja, die verheimlichen ja auch vieles. Ja, deswegen, das ist, die öffentlichen Medien, die verheimlichen ja, was hier so abgeht. Und ja. Verstehe. Ja. Ja, krass. Auf jeden Fall. Was machst du denn so in deiner in deinem Leben? Gehst du auch? Ich arbeite als Bestatter. Stadtamt? Ja. Bestatter. Ach, Bestatter. Ja, okay, krass. Okay. Ja. Finde ich cool. Und wie gesagt, danach sofort immer hier. Ja. Steuern, zahlen? Na, selbstverständlich. Ja. Na, selbstverständlich. Alle dasselbe, ja? Ja. Stark. Naja, aber wie gesagt. Geht es dir auch auf den Sack, dass die Steuersätze so hoch sind in Berlin, in Deutschland? Natürlich, das ist ja das Schlimme. Man geht ackern. Und jener, der Bürgergeld kriegt, hat manchmal, viel mehr hat man auch nicht raus. Ja? Natürlich hat man ein bisschen mehr raus, ist klar, aber ich verstehe auch manche, wenn die sagen, nee, ich gehe nicht arbeiten, ich beziehe Bürgergeld und dann ist es. Halt 42 Tonnen. Ist ja richtig, ist ja richtig. Ja. Ist eigentlich nicht richtig, aber. Ja, jeder das dem seine. Deine Einschätzung, das, was du sagst, hast du richtig verfolgt. Also Beobachtungen. Ich muss was machen, ich muss arbeiten, ich brauche eine Aufgabe, ansonsten geht man kaputt. Ja. Zu Hause nur rumsitzen, aufstehen und nicht wissen, was man jetzt macht. Nee, geht nicht. Ich muss kommen. Und warum machen das die Leute, die auf den Staatskosten sitzen oder auf euren Steuergeldern? Was kannst du denen sagen? Ich meine, warum macht man sowas? Du, wie gesagt, weil es einfach ist. Für manche lohnt sich nicht, arbeiten zu gehen. Ja? Wie gesagt, manche haben mehr Bürgergeld raus, als manche, die arbeiten. Heftig. Und manche gehen sogar noch schwarz arbeiten. Ja. Ja, gut, denn hat man wahrscheinlich ein bisschen mehr raus. Ja, aber sonst. Scheiße, Bro. Und du ackerst auch 8 Stunden am Tag, oder? Nein. Nicht? Je nachdem, wie viele Aufträge sind was alles gemacht werden muss. Und würdest du sagen, ist es auch weniger geworden? Du hast auch so ein paar Existenzängste? Oder sagst du, ist alles gut? Ist alles im Moment. Ist alles gut, ja? Gut, ja. Okay. Dann läuft's bei dir. Bestattung ist eigentlich. Menschen sterben leider Gottes immer. Natürlich, ja. Und das gehört zum Leben dazu. Das ist einfach so. Und ja. Also Non-Stop-Business ist da immer da, ja? Du, gibt auch manchmal Tage, da ist nichts. Aber gibt auch Tage, da sind mehrere Abholungen, oder? Ja. Was machst du genau? Hast du einen speziellen Fach? Bestattung. Aber was genau machst du da? Alles. Komplett. Alles. Abholen, Waschung. Okay, krass. Bestattung. Ja. Du wäschst die Leichen? Ja. Boah, musst du eisern sein. Du? Musst du eisern sein. Vielen Dank. Respekt auf jeden Fall. Ich mach's mit Pietät und mit Respekt und mit Anstand. Das ist bei mir sehr, sehr wichtig. Ich mach's mit Herz. Ja. Weil irgendwann sind wir alle dran und ich möchte auch, dass richtig, es dann mit mir richtig funktionieren wird. Boah, mein lieber Scholli, Respekt an dich. Dankeschön. Heftig, Digga.
Heftig. Irgendwie treffe ich hier heute nur Ehrenmänner. Das ist heftig. Ne, weil das, was du machst, wenn jemand wenigstens nur die Hälfte machen würde im Leben, das ist nicht jeder. Nicht jeder kann das. Du, dafür kann ich zum Beispiel nicht auf dem Bau. Ja? Zwei linke Hände. Geht nicht. Wenn einer sagt, Marco, schließ mal. Das ist heftig. Aber ich meine, ich würde behaupten, dass vielleicht mehr als die Hälfte Schiss hat vor Leichen. Ich auch. Ich würde da nicht rumhängen, Alter. Es gibt mehrere, aber wie gesagt, ich habe damit kein Problem. Heftiger Typ. Ich habe damit kein Problem, wie gesagt. Du gehört dazu. Ja, natürlich. Ich weiß, wenn ich das mache, ich mache es mit Pietät, mit Herzen. Real Man, Alter, hier. Ja. Krass, Mann. Nee, musst du erstmal ein sein, so von der Psyche, erstmal klar sein. Ja. Manche können es nicht sagen, so auch. Aber wie gesagt, ich sage immer, ja, dafür kann ich nicht manche anderen Sachen, ja, was andere können. Wie gesagt, auf dem Bau. Ist es dann auch so mit diesen Schieben, mit diesen Schiebefächer? Wenn du die da so rausziehst, ist auch so, ja. Mit Namensschildern am Daumen, am Onkel? Am Daumen, Alter. Daumen, ja. Genau. So Daumen hoch, war, oder? Sorry, wollte mich nicht lustig machen. Nein. Das ist eigentlich eine komplette Respektsache. Ja, nein, ist am See, ja. Cool, krass, Mann. Ey, heftig, was geht hier ab? Ja, cool. Ein echter Reichendorfer mit am Start hier. Hängst wahrscheinlich auch öfter an meinem Wedding rum. Jeden Tag, ich wohne genau an der Grenze. Zum Essen, ja? Ich bin jeden Tag im Wedding. Also Wedding, mehr im Wedding als in Reinickendorf. Ich wohne genau eine Straße weiter als Wedding. Sehr, sehr gut. Ja. Ihr seht's vorne, ja. Liebe cool. Herzliche Grüße an alle Reinickendorfer, an alle Weddinger, an ganz Berlin eigentlich. Ja, aber an meine Hood. Relativ stark. Finde ich cool, danke dir für die Unterhaltung. Siehst du auch manchmal den 51er? Du, passt jetzt gar nicht dazu, aber. Man kennt sich, ja. Kenn ihn auch, ja. Er macht sein Ding, ich mach mein Ding, alles super. Wir sind gut miteinander, aber wenn wir uns sehen, quatschen wir auch, sagen uns Tag, aber er macht seins, ich mach meins. Cool. Wunderbar. Cool. Ja, natürlich, Berlin ist klein, ne? Richtig. Man kennt sich. Berlin ist ein Dorf. Ja, Berlin ist ein Dorf, wirklich. Und wenn man eine Person nicht selber kennt, dann kennt der Nächste die man auch kennt. Ja. Alles gut, Bro. Ich esse zwar Schwein, wirklich. Aber jetzt eine Wurst, weiß ich nicht. Ich habe vorhin schon mal gegessen gehabt. Möchte euch auch nichts wegfressen. Martin, du kennst mich ja. Ich bin weder religiös noch politisch. Interessiert mich alles nicht. Ja. Doch, politisch bist du, aber nicht parteigebunden. Nee, aber ich bin nicht parteigebunden. Ich zeige nur das, was die Leute zu sagen haben. Parteilos, aber nicht. Ich bin jetzt ihre Katze im Westenland. Oh, die Polizei ist jetzt da. Mal sehen, was da passiert. Halt einfach nur die Weste vergessen und, okay, ja, die ziehen sich nur um. Die ziehen sich nur um, alles gut. Ja. Aber trotzdem, man kriegt schon ein komisches Gefühl, wenn die auf einmal ihre Weste anziehen. So auf dem Motto, ihr seid jetzt hier weg gleich, oder? Können Sie vergessen, kommt noch ein Fahrzeug heute. Ein Schießerungsversuch? Ja. Nee, die machen nichts. Der ist einfach nur. Ziehen die halt einfach um. Ja. Bietet sich an. Das ist hier die Bratwurst-Romantik auf der Straße, 17. Juni, mit Knecht Martin. Martin, wie schmeckt die Wurst, sei ehrlich? Weißt du warum? Ja. Ich bin da ein bisschen verkohlt, aber ja. Weißt du, warum ich jetzt hier nicht mit esse? Ich habe ein bisschen Angst wegen Plastik und so, was da drin war. Davor habe ich ein bisschen Schiss. Ja. Ist ja längst weg. So, komm. Ich probiere mal, ob die essbar ist. Ne? Also, wir sehen hier gerade. Oh. Heiß. Lecker. Geht schon klar, auch aus der Tonne. Ich bin immer so ein bisschen pingelig, weißt du? Aber gut, wir leben noch im Luxus. Noch haben wir alles. Ja. Aber stell dir mal vor, das könnte Alltag sein, weltweit. Was machen wir dann? Blöd gucken. Dann stehen wir hier. Deswegen müssen wir das jetzt aufhalten. Sind wir nicht alleine? Die Zeit ja. Haben wir nicht mehr. Heftig. Nee, ist lecker, wirklich. Das Original von der Tonne hier, was ihr seht. Leckere Tonnenwurst. Tonnenwurst. Ich hoffe, da hat da keiner vorher reingepisst, Mann. Die ziehen sich wirklich an, die Polizei gegenüber.
glaube, wir haben noch ein Zimmer da. Keine Ahnung, drei Mann mit Kamera, Leute. Kann ja mal fragen. Darf ich Sie fragen? Nein. Nee, ich filme nicht. Ich wollte nur fragen, was hier passiert. Einsetzen.